Guten Tag, wie geht es euch? Also, jetzt, ich mache das zweite Video und nämlich über das Verb. Was sind eigentlich Verben? Also, Verben sind Wörter, die eine Tätigkeit oder einen Prozess oder einen Zustand beschreiben. Handlung, Prozess, wir haben zum Beispiel laufen, fahren, kaufen, wachsen. Das ist eine Handlung, ein Prozess. Als Zustand können wir zum Beispiel die Verben sein, haben, stehen und sitzen. Also das Verb sagt dir, ob etwas in der Gegenwart oder in der Vergangenheit oder in der Zukunft stattfindet. Als Beispiel, zum Beispiel, ich komme, das ist Präses. Ich kam, das ist Präteritum. Ich werde kommen, das ist Futur. Also wir haben hier Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Also, welche Arten von Verben haben wir? Also es gibt viele Arten von Verben. Und ich zitiere hier nämlich die wichtigsten. Also, grammatikalisch unterscheiden wir zwischen Vollverben oder wir sagen Hauptverben, Hilfsverben, Modalverben, Reflexivverben, zusammengesetzte Verben und Partizipien. Also, wie gesagt, also die Verben beschreiben Tätigkeit sowie Vorgänge, ein Prozessus, weshalb sie im Deutschen auch als Tätigkeitswörter oder Tunwörter oder Zeitwörter bezeichnet werden. Also sie untergliedern sich in starke oder unregelmäßige Verben, aber ja, es gibt einen Unterschied zwischen starke und unregelmäßige Verben. Und schwache Verben, das sind regelmäßige Verben, wobei es durchaus Mischformen gibt. Aber bezüglich ihrer Verwendung unterscheiden wir, wie vorher gesagt, als Volksverben, Hilfsverben und Modalverben. Als Beispiel nehmen wir zum Beispiel Ali liest ein Buch. Also in diesem Beispiel, wir haben das Verb liest. Liest hier ist die dritte Person Singular. Gut. Des Verbes, bien sûr, von lesen. Also das Verb gibt hierbei, was jemand tut, woran er es sich grundsätzlich auch erkennt, liest. Also Verben sind außerdem flektierbar. Was bedeutet das? Also das bedeutet veränderlich. Sie verändern sich, sie haben Paradigmen. Was bedeutet das? Das bedeutet mal, dass sie sich konjugieren lassen oder man kann sie beugen, konjugieren. Ja, zum Beispiel sein, ich bin, du bist und so weiter. Also, konjugieren meint, dass sich der Wortstamm, der Wortader des Verbes verändern lässt oder Affixe angehängt werden, um das Verb den jeweiligen Satzteilen anzupassen oder besondere Eigenschaften des Satzes auszudrücken. Gut. Also, wird das Verb nicht konjugiert, handelt es sich um den Infinitiv des Verbes. Also, kommen wir zu den Vollverben zurück. Also, Vollverben können allein das Prädikat in einem Satz bilden. Das bedeutet, sie können allein stehen. Ich lerne Deutsch. Hier das Prädikat lernen. Gut. Das bedeutet Prädikat, das Verb konjugiert ist ein Prädikat. Gut. Also sie entstehen den Hilfsverben oder Modalverben gegenüber, die nur zusammen mit anderen Verben das Satzglied des Prädikates bilden können, natürlich. Unter diesen Vollverben gibt es
schwache, starke und gemischte werden. Also als Beispiel nehmen wir zum Beispiel Ali wird Rat. Und das Verb hier fahren ist ein starkes Verb. Omar lernt Deutsch. Lernen hier ist ein schwaches Verb. Ich denke an meine Eltern. Denken hier, das ist ein gemischtes Verb. Kommen wir zu den Hilfsverben. Also Hilfsverben, das sind drei, wie Sie wissen. Also, sie sind Verben, die in der Kombination mit einem Vollverb bestimmte grammatikalische Merkmale ausdrücken können. Also beispielsweise im Tempus oder Modus. Im Deutschen gibt es, wie gesagt, die Hilfsverben sein, haben und werden. Also die verschiedene grammatikalische Struktion erlauben. Zum Beispiel, am Abend hatte es noch geregnet. Hier wir haben das Verb haben. Ali ist zu Hause. Das Verb ist Verb sein. Monika wird die Hausaufgaben machen. Hier das Verb werden. Kommen wir jetzt zu den Modalverben. Also wie Sie wissen, die Modalverben, sie sind 6 und nicht 7. Möchten, das ist kein Modalverb. Das ist die Zeitform von mögen im Konjunktiv 2 Präsens. Also, was sind diese Verben, Modalverben? Wir haben dürfen, können, mögen, müssen, sollen und wollen. Also diese Modalverben ermöglichen es, den Inhalt einer Aussage zu verändern. Es ist nämlich ein enormer, großer Unterschied, ob eine Person etwas machen will oder muss. Als Beispiel nehmen wir zum Beispiel, ich will Eis essen, obwohl es Winter ist. Ich muss Eis essen. Zum Beispiel, Sarah darf ins Theater gehen. Man soll den Armen helfen. Mein Vater mag Fisch essen. Zum Beispiel, Fatima will das Abitur bestehen. Gut, ich bin jetzt fertig und ich sage euch am nächsten Video Tschüss.